Herzlichen Dank für die Ankündigung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wie schon angekündigt, mein Thema: das Katasteramt in der Cloud, Managed Services, effizient und BSI-konform. Das ist sozusagen das, was wir als Vertigis sozusagen als gewisse Vision für uns vorantreiben. Um das Thema Ihnen nahezubringen, werde ich auf verschiedene einzelne Agendapunkte eingehen. Einmal ganz kurz auf die Firma Vertigis LM insbesondere, darüber hinaus eben unser Angebot und unsere Vision darstellen, beziehungsweise in dem Zusammenhang eben die Betriebsvarianten, die wir sehen, und darin sozusagen verschiedene Leistungsmerkmale, der Leistungsumfang in diesem Kontext und zu guter Letzt auch nochmal ein bisschen die Methodik, wie kommen wir dorthin, was sind die Voraussetzungen, um das zu schaffen und natürlich auch die Vorteile oder Benefits, die sich aus unserer Sicht für Sie dadurch ergeben. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema Vertigis LM. Land Management ist eigentlich unser Fokus, das ist unser sozusagen Hauptthema, das wir bearbeiten. Wie Sie vielleicht aus der Presse entnommen haben, so dass in Zukunft die Vertigis Deutschland, ehemals hervorgegangen in Teilen aus der ARD SICAD, jetzt inzwischen auch mit der Firma IBR und auch Topographics zusammenarbeitet. Das heißt, dort werden fachliche Kompetenzen in dem gesamten Kontext Kataster, Topographie und dergleichen zusammengeführt. Und wir haben damit eigentlich eine hervorragende Ausgangsbasis, um unser Produktangebot stabil auch auf lange Frist zur Verfügung zu stellen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer langfristigen Betriebssicherheit. Wenn wir von das Katasteramt in der Cloud sprechen, müssen wir immer über Zeithorizonte von 15 Jahren diskutieren, weil so ein Wechsel in eine Cloud ist ja auch mit entsprechenden Migrationsthemen verbunden und ist auch für Sie als Anwender eine lange Stabilität von Bedeutung. Und ich denke mal, für uns ist es auch wichtig, das wissen wir von den Partnerfirmen IBR und auch von der Topographics, das Thema digitale Souveränität steht für uns durchaus im Vordergrund an dieser Stelle, und zwar vielleicht nicht unbedingt bezogen auf die Software, aber im Wesentlichen natürlich auf die Daten, weil die Daten sind es eigentlich gut in dem ganzen Kontext. Ja, was bieten wir? Wir fokussieren uns natürlich auf die Themen AFIS, ALKIS, ATKIS, aber auch LEFIS beispielsweise. Ja. Wir haben ein vollständiges Produktportfolio, mal angefangen von der Erhebung und Qualifizierung über die Datenbank und Datenhaltung und auch Auskunft. Aber was jetzt ganz wichtig ist eigentlich, dass wir darüber hinaus den kompletten Bereich auch von mobilen Lösungen mit anbieten und abdecken können. Das heißt also auch die Erfassung, Bearbeitung von eben entsprechenden Daten im Feld können wir mit abdecken. Darüber hinaus aber auch wichtige Themen, die im Bereich der Datenveränderung stehen, wie beispielsweise Nutzung von Copernicus-Daten, insbesondere im Kontext eben Aufarbeiten von Änderungsinformationen, Überführung und Erzeugung der Landbedeckung und auch Landnutzung in diesem Kontext. Nicht zu vernachlässigen ist insbesondere aber auch die Datenbereitstellung. Also die Daten zu erfassen, zu verwalten ist das eine, aber die Bereitstellung der Daten in Infrastrukturen, in Geodateninfrastrukturen, auch diesen Bereich haben wir gerade auch mit dem neuen Partner der Topographics hervorragend eben auf unserer Seite ergänzt, sodass wir hier ein sehr breites Spektrum eben anbieten können. Und ganz wesentlich ist für uns natürlich immer die ADV-Konformität und auch die Berücksichtigung von Landesbesonderheiten. Gerade die ADV-Konformität bietet Ihnen eine hohe Sicherheit an digitaler Datensouveränität, weil Sie damit immer zwischen verschiedenen Produkten und Herstellern die Daten auch austauschen können. Ja, was ist unser Anspruch? Wir wollen, wie gesagt, Ihnen einen sicheren und effektiven Betrieb dieser gesamten Anwendungsspektrums in der Cloud eben anbieten. Sicherheit steht hier tatsächlich im Wesentlichen im Vordergrund, aber Sicherheit bedeutet immer Aufwand, bedeutet immer sozusagen Restriktionen, und es gilt natürlich, diese Restriktionen so gut wie möglich so zu managen, dass Sie trotzdem sehr effizient damit arbeiten können. Wir fokussieren in diesem Fall ganz bewusst auch darauf, um den größtmöglichen Nutzen zu bekommen, darauf, dass Sie alles aus einer Hand bekommen. Weil wir immer wieder feststellen, sobald mehr wie zwei Partner, das heißt also Sie als Daten- oder als Verfahrensnutzer und wir auf der anderen Seite als Anbieter der Verfahren und Betrieb des Verfahrens, immer dann, wenn zwei Partner miteinander operieren, haben Sie den höchsten Nutzen. Sobald ein dritter oder vierter Partner im Spiel ist, beginnen Kommunikationsprobleme. Und das ist ein Erfahrungswert, den wir in den letzten Jahren gesammelt haben, und deshalb fokussieren wir sehr stark darauf. Darüber hinaus, langfristig, wenn wir uns in die Cloud bewegen, heißt es,
Wir wollen immer neueste Technologie Ihnen anbieten. Und deshalb wollen wir auch in Richtung eher Software Subscription gehen, also praktisch Pflege und Miete der Software, weil dann haben wir als Firma ein hohes Eigeninteresse, immer die neueste Technologie in die Cloud zu bringen, ohne dass Sie investieren müssen. Sie zahlen einfach schlicht Miete und Pflege für diese Software, für das Verfahren, aber auf der Basis des neuesten Softwarestandes. Und das ist ein wesentliches, wichtiges Kriterium. Und wie gesagt, digital souverän ist uns natürlich, da liegt uns sehr am Herzen, das auch immer wieder zu berücksichtigen. Was heißt alles aus einer Hand? Das heißt, wir bieten Ihnen die Cloud-Umgebung komplett, alles, was dazu notwendig ist. Wir haben die kompletten Software-Komponenten zur Verfügung, je nach Fachthema beispielsweise. Und ganz wesentlich, wir kümmern um uns alles. Wir kümmern uns um die IT, um die Netzwerke, um die Zugänge, um den laufenden Betrieb, Datenbank, alles, was dazugehört. Also dieser Managed Service ist also praktisch vollständig und komplett. Und wie schon erwähnt, Sie haben einen Single Point of Contact. Das heißt, jegliches Problem, das irgendwo auftritt, haben Sie nur einen Ansprechpartner. Sei das ein fachliches Problem, sei das ein Betriebsproblem, Sie haben immer einen Ansprechpartner und der sorgt dafür, dass bei so einem derartigen Betrieb die Dinge für Sie gelöst werden. Und das Ganze lässt sich natürlich immer ergänzen, um ein lösungsbezogenes Consulting, um spezifische Beratungen durchzuführen. Software Subscription, wie schon erwähnt, bedeutet für Sie keine Investitionskosten, sondern das heißt kontinuierliche Betriebskosten. Das sind andere Haushaltstöpfe natürlich am Ende auch für Sie. Weitgehend eben auch besser, leichter zu handeln als wie Investitionskosten. Stets aktuelle Software-Technologie, habe ich Ihnen schon erwähnt. Und ganz wichtig eben, wir können flexibel in den Cloud sozusagen immer diese Dinge erneuern. Und das passiert im Hintergrund, ohne dass Sie sich sozusagen ständig darum kümmern müssen. Ja, das ist ein wesentlicher Vorteil, weil Sie damit auch Manpower auf Ihrer Seite sparen. Und die gesamte Betriebsverantwortung liegt auf unserer Seite. Dann die digitale Souveränität, da greife ich vielleicht einen oder zwei Punkte heraus. Wir stellen sicher, dass die Daten ständig und stets Ihnen zur Verfügung stehen. Nach dem Motto, dass Sie also hier praktisch eine völlige Unabhängigkeit haben. Und der gesamte Betrieb, den wir aufbauen, machen wir BSI-konform. Das ist ganz wesentlich auch, damit eben die Sicherheitsaspekte gewährleistet sind. Und wir als Company sind inzwischen eben auch ISO 27001 zertifiziert, um genau eben nach diesen Themen auch vorzugehen und zu handeln in diesem Umfeld. Ja, wie sieht es die Dinge aus? Wir bieten, auf der anderen Seite machen wir individuelle Angebote, das sind so typischerweise mehr bei Ländern, weil wir dort eben sehr individuelle Voraussetzungen und Anforderungen haben. Auf der einen Seite, das heißt, hier sind wir sehr flexibel, hoch skalierbar quasi auf der anderen Seite, aber wichtig ist eben immer und immer wieder zu betonen, das Ganze wird immer nach BSI-Vorgaben sozusagen von uns aufgebaut und entsprechend auch im laufenden Betrieb gehandelt. Unser eigentliches favorisiertes Angebot nach vorne gerichtet ist eher sozusagen ein standardisiertes Managed Service. Das heißt also mehr als Interessensgemeinschaften zu bilden. Typischerweise, sage ich jetzt mal, Kommunen. Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Kommunen in Baden-Württemberg, die gleiche Länderkonfigurationen haben. Nach dem Motto, bietet sich an, über Interessensgemeinschaften in einer Umgebung zu arbeiten, nach dem Motto, zumindest mit einer IT-Umgebung, auch wenn Sie für sich gesehen weiterhin isoliert arbeiten können, aber wir haben einen sehr hohen Effizienzgewinn in der Betreuung der ganzen Umgebung, in der Bereitstellung der IT-Ressourcen, da kommt dann auch der Kostenvorteil für Sie zum Tragen. Ja, und das kommende Angebot, also sprich, das standardisierte Managed Service ist unsere Ausgangsbasis für ein kommendes, zukünftiges Angebot und das heißt Software as a Service. Das heißt, unsere Vision ist, dass Sie zukünftig, ich sage mal, so wie viele vielleicht Netflix kennen, einen Netflix-Account buchen, buchen Sie zukünftig praktisch die Kataster-Anwendung in der Cloud, ohne nochmal irgendwie über Technik oder sonstige Dinge nachzudenken. Das ist unsere Vision. Aber da müssen wir zusammenarbeiten und zwar müssen wir gemeinschaftlich, auch mit der ADV, das Thema Standardisierung über die Länder hinweg noch stärker vorantreiben und dann, bin ich überzeugt, können wir ein hervorragendes Angebot bieten, um eben auch, sagen wir, sehr hohen Kosten-Nutzen-Effekt zu erzielen. Und jetzt ist die Frage, wie erreichen wir das? Da brauchen wir eine bestimmte Methodik dazu, in diesem Fall, ja, am Ende. Aber da wird uns dann später mal kurz mein Kollege noch das was zu sagen. Die Leistungen, die wir da bieten, sind sehr umfänglich. Das Ganze fängt an von den IT-Ressourcen, IT-Monitoring oder auch Betriebssystemmanagement beispielsweise, ist ein wichtiger Punkt.
Dann haben wir das Thema Datenbankmanagement und Datensicherungsmanagement ist Bestandteil dieses Angebots im Umfeld. Und wie schon immer wieder erwähnt, das Thema Sicherheit, BSI-Grundschutz nach verschiedenen Varianten muss, kann, sollten, so nach dem Motto, je nach entsprechendem Schutzbedarf, der festgestellt wird im Vorfeld, müssen wir entweder nur kann oder wir müssen natürlich auch sollten und muss Bedingungen erfüllen. Und zu guter Letzt, gibt es natürlich das gesamte Verfahrensmanagement und auch Risikomanagement, was dazugehört, um das Angebot mehr oder weniger komplett zu gestalten. Ja, optionale Themen sind dann darüber hinaus noch eben sowas wie Autoskalierung oder Verfahrensberatung und so weiter. Das sind also optionale Themen, die man dann individuell dazu buchen kann zu seinem entsprechenden Service. Ja, wie kommt man dazu? Da wird mir mein Kollege, der Herr Müller, zumindest ein bisschen beiseite stehen und sagen, was sind die Voraussetzungen dafür? Genau. Wie der Herr Fünfer schon gesagt hat, stellt das Ganze durchaus sehr große Herausforderungen an die Entwicklung der Software und der Produkte, die eingesetzt werden. Das sind aber auch Chancen, die wir da an der Stelle haben. Das bedingt aber auch, dass wir Konzepte komplett neu denken. Die Stichworte sind Containerisierung, sind Cloud Deployment, Kubernetes, das hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr in die Technik einsteigen und in die Tiefe gehen. Wichtig ist, dass die Idee ist, monolithische große Anwendungen aufzubrechen in viele kleine Bestandteile. Diese kleinen Bestandteile, diese Container funktionieren autonom, erstmal für sich genommen in ihrer Funktion und können beliebig zusammengebaut werden. Das hat den großen Vorteil, dass diese einzelnen kleinen Container einzeln auch wieder ausgetauscht werden können. Und da sind wir schon bei dem ausfallsicheren Betrieb. Wir können, sobald Dinge neu dazukommen, neue Funktionalitäten oder eben um Schwachstellen zu schließen, einzelne Container im laufenden Betrieb austauschen. Das System macht das im Hintergrund. Der Anwender an der Vorderseite merkt davon überhaupt nichts. Der bedient sein Programm weiter. Es gibt nicht mal ein kurzes Flimmern oder Flackern. Das heißt, wir haben hier 24 Stunden durchgehend, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, immer eine lauffähige, sichere Umgebung, die konsistent bedient werden kann. Das ist unser Anspruch und daran arbeiten wir gerade sehr aktiv. Das funktioniert bereits, Sie können sich das live anschauen. Wir benutzen dasselbe Verfahren intern bei uns für unsere Test- und Demo-Umgebung, aber auch schon für Produktivumgebungen, die bei Kunden im Einsatz sind. Ja, Michael, herzlichen Dank. Ja, das sind, wie gesagt, die Voraussetzungen, um überhaupt diese Leistungen an sich sozusagen nach vorne gerichtet Ihnen anbieten zu können. Was bedeutet das? Wir haben, denke ich mal, eine ganze Reihe von Pluspunkten, die das Ganze mit sich bringt. Wir haben auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, komplett in eine Cloud zu gehen. Wir können auch kombinieren mit anderen Clouds zusammenarbeiten, also praktisch mit Ihrem vielleicht eigenen Hausbetrieb, mit Ihrem Landesbetrieb beispielsweise können wir das Ganze kombinieren. Ich möchte vielleicht einen wichtigen Punkt anbringen, das ist das mobile Arbeiten. Begegnen wir immer wieder. Für uns ist in dem Moment, wenn wir in der Cloud sind, jeglicher Arbeitsplatz, egal ob im Büro, im Feld oder im Homeoffice, ist immer der gleiche Arbeitsplatz. Das heißt, es ist per se automatisch gelöst, das Problem, quasi, wenn man mit seiner Anwendung in die Cloud geht. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, wie man einen Homeoffice-Arbeitsplatz irgendwie an die Anwendung heranbekommt. Das ist, wie gesagt, Standardtechnologie in diesem Umfeld. Ja, darüber hinaus sind wir sehr flexibel, bestehende Prozesse auch nochmal sozusagen mit einzubinden, zu ergänzen, so nach dem Motto, um individuelle Themen in dem Umfeld. Ja, mitgeben möchte ich Ihnen an dieser Stelle, dass wir als Vertiges sozusagen mit unserem Angebot Ihnen einen garantierten Zugriff auf die Daten und auf das Verfahren ermöglichen, dass wir eben umfängliche Managed Cloud Services Ihnen anbieten. Und wie auch mein Kollege, der Herr Müller, dargestellt hat, wir arbeiten an einer zukunftsorientierten Cloud-Strategie, was die Software betrifft, nach dem Motto, damit Sie eben hier langfristig sozusagen auf dem richtigen Weg sind. Und zu guter Letzt, zum Abschluss, würden wir uns freuen, wenn Sie zu uns an den Stand kommen quasi. Sie finden uns, Vertiges, an dem Stand G2740, beziehungsweise unser Partner, die IBR, am G2709. Bei uns, so nach dem Motto, haben wir auch dankenswerterweise die Senatsverwaltung Berlin mit am Stand, die Sie exklusiv beraten kann, wenn Sie Interesse haben. Die kann direkt aus ihren eigenen Erfahrungen sozusagen berichten, weil wir für die sozusagen ja schon seit, ich glaube, 3 Jahren inzwischen den Betrieb auch machen, so quasi. Und da sind wir dann auch außen vor. Sie können sich persönlich ganz unabhängig von uns von der Senatsverwaltung beraten lassen und würden uns freuen, wenn Sie uns am Stand besuchen würden. Ja,
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.